Hallo meine Lieben, Endzeit, das Warten auf unserem Herrn Jesus Christus. Das ist ein großes Problem, ist das Seufzen des Christentums. Wir warten, er kommt noch nicht. Heute ist eine Gnadezeit, ein Gnadetag und wir sind dankbar dafür. Dennoch seufzen wir und wir sagen, Herr, wann kommst du endlich? Wir sehen die Bosheit dieser Welt. Wir sehen das Verfallen des Christentums. Wir sehen die vielen Irrlehren. Wir sehen das Schwulsein dieser Welt und das feministische Wesen dieser Welt. Die Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, was uns gibt. Und wir werden immer mehr allein. Und wir schauen gen Himmel und rufen hinauf. Wann kommst du her? Und ich möchte hier euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, der Herr kommt bald. Alles passiert zu seiner Zeit. Gott kommt nicht später und geht auch nicht früher. Jesus hat sein Amt zu seiner Zeit aufgenommen. Und sein Tod war nicht vor der Zeit, sondern als seine Stunde gekommen ist. Das sagt Jesus, meine Stunde ist gekommen. Und es war eine schwere Stunde für ihn. Und so, es ist auch für uns eine schwere Stunde. Wir warten. Und es scheint so, als ob er nicht kommen sollte, aber er kommt. Auch wenn die Spötter es anders sagen, er kommt bald. Habt Mut. Ich habe eine Geschichte heute für euch. Das, was im Leben Jesus passierte. Und es war ein Mann des Glaubens, ein Mann, der auserwählt wurde. Und dieser starke Mann, der sein ganzes Leben geopfert hat für das, was er berufen wurde, ist in Zweifel geraten. Und von diesem Mann möchte ich reden, weil so genau ähnlich geht es uns auch manchmal. Und anhand dieser Geschichte möchte ich euch Mut machen. Hart aus in Glauben. Gib den Glauben an Jesus Christus nicht ab, weil er ist der, den wir warten. Ich möchte erstmal eine Geschichte vorlesen, ein Teil dieser Geschichte. Und es ist geschrieben in Matthäus 11, ab Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und sieht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige gereinigt und Taube hören, und Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt, und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird.
Als Maria zu der Mutter Johannes ging und beide waren schwanger, lesen wir da, dass im Mutterbauch schon Johannes die Freude gezeigt hat, als er die Mutter Maria gehört hat. Johannes, ein Auserwählter, auch in den Schriften, in den Propheten vorher bestimmt und gesagt worden von ihm, dass in Jesaja 40,3 eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für Gott. In Matthäus 3,3 sagt man, denn dieser ist der von Johannes der Täufer, der von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Markus 1,3 sagt es auch wieder, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Lukas 3,4 ist dasselbe wieder. Er war derjenige, der den Weg bereitete für den Herrn. Er bereitete den Weg für den Herrn. Er war auserwählt. Und angeblich war er der Elia. In welchen Form wissen wir nicht, in leiblicher Form nicht, aber der Geist Elias könnte auf ihm ruhen gewesen sein. Das ist die Auslegung vieler, ich denke es auch. Und er ist vor Christus geboren worden, um den Weg frei zu machen. Und Johannes war derjenige, der die Taufe verkündet hat. Die Taufe der Buße. Das war das Vorläufer der Taufe im Geist im Namen des Jesus Christus. Wir sehen in Matthäus 3,1 an jeden Tagen, aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa. In Matthäus 11,11 sagt man sogar, wahrlich ich sage euch, sagt Jesus, wahrlich ich sage euch, unter der Frauen geboren ist keinen größer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das bezieht sich auf den Leib Christi. Johannes hat seinen Amt aufgenommen zu predigen das Kommende. Er hat auch Sachen erlebt, was wir nicht erlebt haben in der Zeit. Und zwar möchte ich mal vorlesen in Matthäus 3,
Vers 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm zu taufen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lasst es so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihn zu, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, und dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ob jetzt der Johannes der Täufer die Stimme gehört hat, oder die Taube gesehen hat, oder erkannt hat, wer die Taube war, das ist eins. Das spielt jetzt für mich auch keine große Rolle. Eine große Rolle spielt das, dass er schon von Anfang an erkannt hat, dass im Vers 14, was er sagt: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Er hat erkannt den Sohn Gottes. Und er sagt ihn noch und bezeugt, dass ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Ich sollte von dir getauft werden, nicht du von mir. Und du kommst zu mir. Es ist das, was wir auch erkannt haben, dass wir sind nicht würdig, zu ihm gehören. Doch er hat uns angenommen und wir haben das erkannt. Wir haben das erkannt und wir predigen und bezeugen die Sohnschaft Christi. Wir bezeugen und predigen, dass er für uns gestorben ist und dass Gott die Welt geliebt hat. Wir haben erkannt, dass wir auch von ihm getauft werden müssen und nicht wir ihm was geben können. Das haben wir im Glauben erkannt, als wir Jesus Christus begegnet haben. Und das sagt Johannes auch. Du solltest mich taufen, nicht ich dich. Ich sollte zu dir kommen, weil du, Jesus Christus, du hast mir was zu geben, aber ich kann dir nichts anbieten, auch wenn ich diese Berufung habe. Ich bin berufen als Kind Gottes. Aber was kann ich als Kind Gottes den Herrn bieten? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Weil wenn er mir nicht Glauben schenken würde, wenn er mir nicht Kraft schenken würde, wenn er mir nicht Weisheit schenken würde, wenn er mir nicht auch das Macht im Gebet schenken würde, wenn er mich nicht Einsicht schenken würde, würde ich ein Nichts. Ich bin durch seine Gnade das, was ich bin. Ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst, dass du von mir, ich soll dir was geben. Nein, oh Herr, ich müsste zu dir kommen, dass du mir was gibst, weil ich kann dir nichts geben. Und das wusste Johannes und er hat den Sohn Gottes erkannt.
Er hat den Sohn Gottes erkannt. Und er hat das gepredigt, die Taufe der Buße, die Vergebung der Sünden. Er hat das neue Wort aus Gott gepredigt, dem Volk. Das war bis dann so unbekannt, weil die Vergebung der Sünden gab es eigentlich nur durch Opfer. Das ist auch so ein klein bisschen ein Zeichen für die Gesetzträger, die nach Gesetz leben möchten. Auf einmal kommt jemand und predigt die Taufe der Buße, obwohl die Vergebung der Sünden nur durch Sühnopfer passieren könnte. Und da kommt von Herr, von Gott gesandter Mann, der ebnet den Weg Christi Jesus, den Sohn Gottes, der für uns starb. Johannes der Täufer hat einen ähnlichen Amt wie wir. Wir verkündigen auch das Evangelium. Wir verkündigen das Leib Christi. Die Beziehung zwischen Leib Christus und Jesus Christus. Und wir rufen, durch uns ruft Christus jeden zu Bekehrung, zu ihm, zu Befreiung, zum ewiges Leben. Das, was die Welt nicht annehmen möchte. Und als die Zeit gekommen ist, wurde er in Gefängnis gesperrt. Und ich bin sicher, dass Johannes der Täufer wusste, dass die Frau Herodes eigentlich seinen Kopf wollte. Er wusste, dass er dem Tod geweiht war. Einen ungerechten Tod. Er hat niemandem was Böses getan. Und so sterben auch heute viele Christen. Die haben niemandem was wehgetan. Christen werden gehasst von Muslimen, von der Islam und von den kommunistischen Wesen wegen dem Namen Christus. Und ich frage mich oft, warum? Kein Christ hat jemandem was Böses getan. Er hat seine Steuer bezahlt. Er hat den anderen geholfen. Er liebt seine Nächsten, er liebt sogar seine Feinde. Er tut seine Arbeit fleißig für den Herrn. Nur weil er glaubt. Und Johannes der Täufer war einer, der die Wahrheit der Frau von Herodias gesagt hat. Und das hat nicht gepasst. Und deswegen passt Jesus Christus auch heute nicht in dieser Welt. Und wenn wir durch unseren Mund das Wort Gottes predigen, dann richten wir durch den Geist diese Welt. Wir richten die Sünde in dieser Welt. Und das passt der Welt nicht. Und die Frau Herodias wollte ihn tot haben. Und so ein großer Mann Gottes, berufen zu ein so großes Amt. Er spricht mit Jesus Christus persönlich, er tauft sogar ihn. Er hat das Zeugnis des Sohnes, wo er gesagt hat, lass es geschehen, taufe mich. Und dennoch fragt er, bist du der Kommende oder nicht?
Das zeigt auch, dass auch Christen in Fleisch leben. Genau so wie Johannes. Das ist der Unterschied zwischen Johannes und Jesus Christus. Über Jesus Christus konnte das Fleisch keine Herrschaft übernehmen, keine Leitung übernehmen. Jesus Christus war über allen. Und so konnte er die Sünde dieser Welt, deine Sünde, meine Sünden auf sich nehmen. Johannes der Täufer konnte das nicht. Er war Fleisch und Blut. Er war auserwählt, war berufen. Er hat starke Predigten gemacht, er hat getauft. Und dann kommen die Zweifel. Bist du es, der das kommt? Sei mal ehrlich. Wie oft stehst du wie ich in deiner Kämmerlein und fragst du, Herr, kommst du? Oder habe ich mich geirrt? Und er sagt mir, noch eine kurze Zeit, lern von Johannes. Und die Jünger kommen zum Jesus und fragen, bist du der, den wir warten, der Kommende? Und Jesus sagt nur so viel, er sagt nicht, hey du, siehst du nicht, ich bin toll, ich bin. Er sagt auch nicht, jawohl, ich bin es. Nein, er sagt viel mehr aus, in Demut, in Demut. Blinde werden sehen. Und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und das ist der Grundsatz des Evangeliums, meine Lieben, was Jesus hier den Johannes sagt. Weil wir lesen beim Paulus auch, dass Gott hat das Abschaum dieser Welt berufen. Blinde, Tauben, Lahme. Nicht nützige, so wie du und ich. Die keinen Wert in dieser Welt sind. Die haben nicht so starke Wille und die fallen immer wieder auf den Kopf. Benötigen immer Hilfe, dass jemand vom Kragen sie aufhebt. Die blind sind, die taub sind, die lahm sind und aussätzig von der Sünde. Und Aussätzige werden gereinigt. Er sagt nicht hier nur, die Aussätzige werden rein, sondern sie werden gereinigt. Und das finde ich herrlich hier. Weil wenn das so gewesen wäre, dass als ich zum Glauben gekommen bin, würde ich reingewaschen sein und ich dürfte nie wieder sündigen, dann würde ich nicht bestehen. Du vielleicht? Ich glaube es nicht. Kein Mensch würde bestehen. Und die werden immer gereinigt, Tag für Tag werden gereinigt. Du und ich und jeder Christ. Aussätzigen werden gereinigt. Und dieser Reinigungsprozess, meine Lieben, geht bis zu seinem Kommen. Und wenn er kommt und uns wegnimmt von dieser Erde, brauchen wir dieses Reinigungsprozess nicht mehr. Aber solange brauchen wir das. Und wir machen Gebrauch im Glauben davon. Wir waren blind und wir sehen jetzt.
Wir waren tauben, wir hören und wir hören auch nicht immer alles. Und Gott muss uns immer wieder noch heilen, dass wir wirklich die sanfte Stimme des Geistes hören. Blinde werden sehend. Wir sehen, wir haben die Erkenntnis aus Gott. Wir erkennen, wer wir sind. Wir erkennen, dass wir Sünder sind. Wir erkennen die Macht und Liebe Gottes. Wir erkennen, dass wir in Jesus Christus errettet sind. Wir erkennen, dass wir Söhne Gottes geworden sind. Blinde werden sehend. Du und ich. Zumindest ich. Taube hören. Und Tote werden auferweckt. Das hat nicht mit Lazarus zu tun, meine Liebe. Du und ich waren tot in unseren Sünden. Und Jesus Christus hat durch seinen Tod und Auferstehung uns zu lebendig gewesen gemacht. Zum Leben auferweckt. Und diese Botschaft erreicht Johannes der Täufer. Und er beruhigt sich und stirbt im Frieden. Er wird getötet von Herodes für wegen seiner Frau, die ihr Gericht auch haben wird dafür. Sei es, sie hat sich bekehrt. Ob sie da nach dem Tod Christi und Auferstehung Christus sich bekehrt hat, wissen wir nicht. Aber wenn sie in diesem Zustand geblieben ist, dann hat sie ein Problem. Ja, und Jesus Christus tut nach dieser Aussage auch gleich Zeugnis legen über Johannes. Wisst ihr, wir fallen auch oft in diesen Zweifel. Das ist nicht Unglauben. Das sind Zweifel und das ist normal, weil wir in Fleisch und Blut leben. Und der Geist Gottes bestätigt uns, dass Jesus Christus kommt bald, noch eine kurze Zeit, und er kommt bald. Jesus Christus hat uns nie belogen, meine Lieben, noch nie. Gott hat uns geliebt, so wie wir sind. Als Taube, Blinde, Lahme, Aussätzige, als Tote. Und wir sind hier und seufzen und warten auf ihn. Und er sagt uns heute: Schau mal, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Tauben hören und Tote werden auferweckt. Glaube das. Ich komme bald. Er hat uns die ganze Zeit auf diesem irdischen Wesen noch nie alleine gelassen. Gib deinen Glauben nicht auf. Prüfe deinen Glauben, ob das auch das wahre Glauben ist. Weil das Glauben ist keine Religion oder Religiosität. Es ist keine Religiosität. Ein Mann Gottes, der Zeugnis legt
Ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Der fragt, bist du der? Gott weiß, dass wir aufs Fleisch und Blut sind. Deswegen, meine Lieben, lasst euch nicht den Kopf runterhauen von dieser dämonischen Welt, von Menschen, die uns umgeben, die uns ausspotten, die uns auch beim Videos den Daumen runter machen. Ich weiß, mein Herr kommt bald. Dein Herr, mein Herr, weil ich bin überzeugt, dass dein Herr auch mein Herr ist. Der einzige Christus, der Sohn Gottes, der für dich, für mich starb auf Kreuz. Lass deinen Kopf nicht hängen, Bruder. Lass deinen Kopf nicht hängen, Schwester. Und geh nicht nach jedem Wort, der verkündigt wird. Prüfe das. Prüfe es. So hat Johannes auch geprüft. Er hat seine Jünger zu Jesus geschickt und hat gefragt, bist du es? Er wollte aus Gottes, aus Christus Mund haben, aus Jesus Mund wollte er die Bestätigung haben. Und wir sollen auch die Bestätigung aus dem Evangelium Paulus haben, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sollen die Bestätigung nicht woanders suchen. Erhebt eure Häupter und lobt und preist unseren Herrn, weil er ist ewiglich, ewiglich. Gelobt sei er in aller Ewigkeit.